Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högel, hat heute ihren Jahresbericht zum Zustand der Bundeswehr vorgelegt. In den vergangenen Jahren war ja schon wiederholt scharfe Kritik an den Mängeln bei der Bundeswehr geübt worden. Und diese eklatanten Defizite standen auch dieses Mal im Vordergrund. Högel sprach in ihrer Bilanz von alarmierenden Defiziten bei der Ausrüstung. Wegen des Ukraine-Krieges und der verstärkten NATO-Truppenpräsenz war der heutige Bericht mit besonderer Spannung erwartet worden. Wir hören in Högels Statement rein. Putins völkerrechtswidriger Krieg in der Ukraine führt uns allen vor Augen, wie real dieser Frieden bedroht ist. Und das bedeutet auch, dass die Bundeswehr bei ihrem Kernauftrag, nämlich Bündnis- und Landesverteidigung, in der nächsten Zeit auch und jetzt aktuell auch schon so gefordert sein wird wie nie. Und deshalb, meine Damen und Herren, brauchen unsere Soldatinnen und Soldaten die besten Rahmenbedingungen. Und das betrifft das Material, das betrifft das Personal und die Infrastruktur. Und Sie können sich vorstellen, dass ich mich sehr gefreut habe und ich begrüße es ganz ausdrücklich, die Ankündigung des Bundeskanzlers, ein 100 Milliarden Euro Sondervermögen zu ermöglichen und den Verteidigungshaushalt zu erhöhen. Das ist in schweren Zeiten eine gute Nachricht für die Bundeswehr. Denn mit diesem Geld soll die volle Einsatzbereitschaft wiederhergestellt werden. Mit diesem Geld kann finanziert werden, was in der Truppe dringend benötigt wird. Und als Wehrbeauftragte sage ich ganz deutlich, die Priorität muss zunächst mal darauf liegen, die Ausstattung der Soldatinnen und Soldaten zu verbessern. Unsere Frauen und Männer in der Bundeswehr brauchen alles, was sie am Mann und an der Frau haben müssen, um den Auftrag auszufüllen. Und deswegen muss das Geld erstens in der Truppe ankommen und zweitens auch zügig ankommen. Das heißt, neben dem Geld müssen auch die Beschaffungsverfahren zügiger auf den Weg gebracht werden und durchgeführt werden. Die Prozesse müssen beschleunigt werden und das Vergaberecht muss auch vereinfacht werden. Martin Schmidt vom ARD Hauptstadtstudio hat für uns die Vorstellung des Wehrberichts verfolgt. Also die Wehrbeauftragte begrüßt die Einrichtung der 100 Milliarden Sondervermögen. Hat sie denn auch angedeutet, wie die am besten in die Bundeswehr zu investieren sind? Ja, wir haben es gerade ja in Teilen schon gehört. Also diese 100 Milliarden, die sollen jetzt vor allem dahin, wo es um die Ausstattung geht, die die Soldaten sofort im Alltag, im Auslandseinsatz brauchen. Da geht es um Funkgeräte, da geht es um Schutzwesten, um Helme. Also wirklich um teilweise banale Dinge, die würde man zumindest meinen. Gar nicht so sehr um das Großgerät, um das es sicherlich auch geht. Aber erstmal berichten der Wehrbeauftragten zum Beispiel Soldatinnen und Soldaten, die nach Mali geschickt wurden, dass ihre Schutzwesten noch nicht in ausreichendem Umfang dort vor Ort gewesen seien und da seien dann noch welche nachgekommen. Sowas ist natürlich sehr, sehr gefährlich in einem Einsatz in einem der gefährlichsten Länder der Welt, wenn man Soldaten dorthin schickt, aber ohne ausreichende Schutzwesten. In Litauen zum Beispiel, dort wo die Bundeswehr gerade das NATO-Kommando hat bei dem Einsatz Enhanced Forward Presence, um gegen Russland dort ein Zeichen zu setzen, dass man dort eben auch im Baltikum präsent ist als NATO. Dort ist es sehr, sehr kalt. Ich bin zweimal selber dort vor Ort gewesen und die Soldaten dort berichten, wir sind dorthin geschickt worden und hatten keine Jacken dabei, die dick genug waren, zumindest nicht ausreichend. Und auch die kamen dann erst nach. Also so etwas geht natürlich nicht. Und da sagt die Wehrbeauftragte, das muss man jetzt ganz, ganz schnell abstellen. Diese Probleme darf es nicht länger geben. Die sind einfach sicherheitsgefährdend. Und dann geht es aber natürlich eben auch ums Großgerät. Das sei zum Teil nur 50-50% einsatzbereit. Das sei natürlich ein Unding. Sind das dann auch die Stellen im Wehrbericht, wo Högel mit ihrer Kritik am deutlichsten wird, oder gibt es da noch schärfere Stellen? Ja, na klar, es geht natürlich eben um dieses Material. Also auch da berichten ihr Soldaten, dass sie, wenn sie in Auslandseinsätzen mit internationalen Kameradinnen und Kameraden zusammenarbeiten, dass man da als Deutsche immer das schwächste Glied in der Kette sei. Und das ist natürlich kein gutes Gefühl. In Litauen zum Beispiel auch berichten die Soldatinnen und Soldaten, dass man mit den Funkgeräten vor Ort gar nicht habe umgehen können, weil die bei der Übung noch in Deutschland nicht zur Verfügung gestanden habe. Dort habe man diese Funkgeräte nicht gehabt. Und jetzt mussten die ausländischen Soldatinnen und Soldaten dann erst den Deutschen zeigen, wie das geht. Und haben dann auch die Deutschen natürlich erstmal belächelt, wie das möglich sein könnte. Sowas erwartet man zumindest offensichtlich auch im Ausland nicht von den deutschen Soldaten. Also das ist etwas. Beim Großgerät natürlich, da muss es jetzt schnell gehen. Die großen Transporthubschrauber, da gibt es immer noch keine Entscheidung, sagt sie. Das habe man schon vergangenes Jahr angemerkt. Aber ja, man muss gar nicht so weit gehen. Es geht auch schon bei den Unterbringungen in Deutschland
Deutschland der Soldaten, bei sanitären Einrichtungen, bei den Truppenküchen. Die seien zum Teil in desolatem Zustand und da sei eigentlich genug Geld für da, aber die Landesbauverwaltung seien da zu langsam. Da hat die Wehrbeauftragte jetzt auch die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten angeschrieben, dass man sich darum kümmert, dass das schneller geht, damit die Soldatinnen und Soldaten da auch vernünftig untergebracht sind, in Deutschland alleine schon. Nun ist seit gestern klar, die Bundeswehr schafft neue Flugzeuge an, den US-Tarnkappenjet F-35. Wie ist denn dieser Schritt weg von einem europäischen Gemeinschaftsprojekt hin zu einem fertigen Produkt aus den USA zu bewerten? Heißt das so viel wie keine teuren Experimente mehr? Ja, ganz klar. Das ist genau dieses Zeichen. Das sagt die Wehrbeauftragte übrigens heute auch, dass sie das gut findet. Das ist eine Grundsatzentscheidung jetzt der neuen Verteidigungsministerin Lambrecht, die eben sagt, wir müssen jetzt nicht jedes Mal bei jedem Projekt, wenn wir etwas Neues anschaffen, versuchen, einen neuen Goldstandard zu entwickeln, uns in überambitionierten Projekten verlieren. Nein, wir müssen einfach mal gucken, was ist denn da eigentlich auf dem Markt? Und dann holen wir das erstmal, damit wir auch etwas haben. Und so ist man jetzt eben vorgegangen bei diesen Fliegern. Das führt dann aber dazu, dass man sich dann auch zum Teil noch mal ein Stück abhängiger macht vom NATO-Partner USA, weil eben die gerade diesen Flieger haben, der jetzt dafür angeschafft worden ist, für die nukleare Teilhabe. Es ist eben dieser Flieger, der die US-Atomwaffen auch tragen kann und darf, der dafür zertifiziert ist. Und genau für diesen Fall musste Deutschland jetzt neue Flieger kaufen. Aber wird es denn dann künftig noch eigene Rüstungsprojekte überhaupt geben? Zumindest das Signal zu senden, dass das der Fall ist, das war der Verteidigungsministerin gestern auch sehr, sehr wichtig, zumindest im europäischen Verbund. Man wird nämlich nicht nur diesen F-35 kaufen, sondern auch neue Eurofighter und in Zukunft diesen Eurofighter auch so weiterentwickeln. Da steht dann ab 2040 der sogenannte FCAS an. Auch da will man eben mit dabei sein, zusammen mit den europäischen Partnern diesen Flieger, dieses Modell weiterentwickeln und weiterhin zweigleisig fahren, dann mit den amerikanischen Fliegern und diesem europäischen Flieger. Also dieses Signal gestern zu setzen, war ja auch ganz, ganz wichtig. Nein, wir steigen da nicht aus diesen europäischen Projekten aus. Danke, Martin Schmidt in Berlin.